je pense à ces batailles que j'ai perdues, à tous ces rêves assassinés. Es geht ums Lied «Rien que des amis» von Sina und Michael von der Heyden. Ich habe den Song vor ein paar Jahren entdeckt und der hat mich einfach umgehauen. Ich bin eh ein Balladenliebhaber, nebst der harten Musik, die ich sehr gerne habe. Aber der hat mir so gefallen, ich habe Sina umgehend kontaktiert und ihre meine Lobworte kundgetan. Aber dann auch wissen, wer hat das Gitarre-Solo geschrieben und gespielt in diesem Song, weil das ist auch der Hammer. Es war nämlich schon lange ein Traum von mir, einmal auf der Bühne mit dem Johnny ein E-Gitarre-Solo zu spielen. Und das ist jetzt im neuen Programm der Fall. Wir singen am Schluss auch eine Ballade und Sina hat mir dann verraten, dass der Mauro Pozzi das Gitarre-Solo komponiert und gespielt hat. Und es ist mir eine riesige Ehre, dass er mir ein Gitarre-Solo geschrieben hat für die Ballade von Sabbatical am Schluss. Das ist einfach der Hammer. Das Lied geht gerade rein in mein Herz. Einfach vom Gefühl, von der Schwingung her. Ich kann dir nicht mal sagen, was es genau ist. Den Text habe ich nicht mal ganz alles verstanden, wie es auf Französisch ist. Aber er geht einfach gerade rein. Das ist die Geschichte von mir und dem «Rien que des amis». Das ist Radio SRF 3. SRF 3.